Zwilling. Wir sind in der zweiten Woche März angekommen und zwar vom 12. bis 18.3. Wir schauen mal, was die Energien für die zweite Woche März für dich so aufzeigen. Die letzte Woche war ja nicht durchweg positiv. Ich hoffe, es konnte dir ein bisschen Hilfe geben, dich vorwarnen und dir vielleicht auch die nötige Kraft geben, das auch zu bewältigen. Wir schauen mal, was diese Woche so zu bieten hat. Wir fangen wieder an. Wie du denkst und was du dir wünschst. Deine Hoffnung und Ängste. Das ist gut für dich. Das ist nicht gut für dich. Und der mögliche Ausgang. Und natürlich auch in dieser Woche. Das ist eine Orakelkarte. Wir gucken mal, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst. Das ist das Ass der Münzen. Also du fühlst dich gut. Huh, das ist schön. Das ist Sicherheit, neue Gelegenheiten, neue Chancen, einfach neue Möglichkeiten, ein Neubeginn. Wunderbar. Was du dir wünschst, das ist die Acht der Schwerter. Die Acht der Schwerter ist halt so ein bisschen in seinen Gedanken gefangen zu sein. Aber vielleicht wünschst du dir einfach Ruhe, um dir Dinge überlegen zu können, ja? Weil das auf der Position steht, was du dir wünschst, ja? Wichtig ist nur, dass du nicht in deinem Kopf gefangen bleibst, sondern dir Gedanken machst, dir eine Lösung überlegst, vielleicht mit anderen sprichst und die Sache dann angehst, also nicht in deinem Kopf verbleibst. Hoffnungen und Ängste. Da haben wir Balance. Das ist eine Hoffnung. Das ist praktisch der Engel, der dafür sorgt, dass alles in Balance bleibt. Alle ausgewogen. Geben, nehmen, leben, Freizeit, Arbeit. Ja, dass es ausgewogen bleibt. Und das ist in deinen Hoffnungen und Ängsten. Gut für dich. Die Fünf der Stäbe. Die Fünf der Stäbe bedeutet einfach, dass du im Wettbewerb bestehst. Ja, weil das ist gut für dich. Du bist dazu bereit. Das, wofür du stehst, das, wofür du lebst, wofür du kämpfst, dass du da wirklich auch die Lanze hochhältst, sozusagen. Okay, was ist nicht gut für dich? Ja, der Turm. Das hatten wir letzte Woche. Das ist natürlich nicht gut für dich. Wir gucken mal, wie sich das diese Woche auswirkt und gucken nach dem möglichen Ausgang. Und da haben wir drei der Münzen, das heißt Teamwork. Man baut gemeinsam etwas auf. Und da ist Münzen finanziell. Also du stehst auf jeden Fall nicht alleine. Ja, das ist sehr gut. Die Orakelkarte sagt, große Träume. Denke dich nicht klein. Stell dir vor, wie du erfolgreich bist. Das heißt, positives Denken ist natürlich das A und O. Und das sieht ja auch so aus hier. Um die Dinge ans Laufen zu bringen oder am Laufen zu halten. Ja, da muss man sich natürlich selber auch so ein bisschen motivieren, ja. Und ich denke mal, das kriegst du auch gewuppt. Gucken wir mal, das Ass der Münzen. Und dazu kommt auch wieder Balance. Sechs der Münzen spricht auch geben und nehmen ausgewogen. Also nicht zu viel für Klumpatsch ausgeben, sondern wirklich dafür sorgen, dass du auch genug bekommst für deine Arbeit und dass du nicht zu viel für unwichtige Dinge ausgibst. Dann wünschst du dir die Acht der Schwerter, das heißt ein bisschen Ruhe zum Nachdenken und nicht die Neun der Schwerter, ja? Das ist nämlich sich das Hirn zermartern. Also bitte, wie ich dir schon sagte, denke über Dinge nach und sprich dich dann mit anderen ab. Bleibe nicht im Kopf damit, ja? Ganz wichtig. Weil du hast hier den Ausgang der Teamarbeit und das geht ja auch nur, wenn du dich mit anderen abstimmst. Also, nicht im Kopf verbleiben. Ja? Du brauchst Zeit zum Nachdenken, alles klar. Aber wenn du im Kopf verbleibst, passiert ja nichts. Ja? Okay, Hoffnung und Ängste. Das ist die Mäßigkeit. Und auch Balance und die Liebenden. Ja? Du bist nicht allein. Ja? Freunde, Verwandte. Dein Partner, deine Partnerin stehen dir zur Seite und das ist da, ja. Da musst du dich nicht erst drum kümmern. Du musst natürlich, wie gesagt, aus deinem Kopf in die Öffentlichkeit sozusagen, in die
ich sag mal, häusliche Öffentlichkeit, ja, sodass du das besprechen kannst und dass ihr gemeinsam eine Lösung findet. Dann haben wir, das ist gut für dich, die 5 der Stäbe und die 9 der Münzen. Das heißt Sicherheit, Unabhängigkeit, ja, du hast hier den Garten, den Wohlstand, ja, das ist gut für dich. Du hast den Rückhalt, ja, und das ist natürlich das A und O. Jetzt haben wir den Turm. Was bedeutet der Turm für den Zwilling? Und da haben wir die 6 der Stäbe. Das heißt, du wirst auf jeden Fall erfolgreich sein, aber du musst dich deiner Haut erwehren. Das haben wir hier schon mit der 5 und hier mit der 6 der Stäbe. Also du musst dich ein bisschen, ja, bewegen, dafür einstehen, was du willst und dich darum bemühen. Ja, dann kannst du Schlimmes abwägen. Also da kannst du das verhindern. Ja, so, und das schaffst du dadurch, dass du nämlich Teamarbeit hast im Außen. Dir stehen Leute zur Seite und du hast auch noch den Ritter der Münzen an deiner Seite. Also es ist kein Grund zur Aufregung. Es gibt wahrscheinlich irgendwelche Schwierigkeiten, mit denen du hier fertig werden musst. Du musst nur darauf achten, nicht zu sehr im Kopf zu bleiben und dir das Gehirn zu zermartern und schlaflose Nächte zu haben, sondern du musst dich auf deine Leute verlassen, du musst für das einstehen, was du willst, dann wirst du auch Erfolg haben, auch wenn das der Turm nicht gut für dich ist. Aber die 6 der Stäbe bedeutet ja, das ist die Steigerung der 5, die 6 bedeutet Erfolg, ja? Und da hast du den Ritter der Münzen und die Zusammenarbeit, es wird klappen, ja? Und du selber bist ja auch positiv eingestimmt und sorgst für Ausgleich. Dadurch wird das auch funktionieren. Yay. Lieber Zwilling, wenn du magst, sehen wir uns in der 3. Woche März wieder. Ich freue mich auf dich und bin gespannt, wie es weitergeht. Also, bis bald. Ciao.